Habt ihr euch schon mal Gedanken gemacht, wie ihr euren Gurt über die Ladung schmeißt? Ei, ei, Captains, it's me, the Coach. Heute sind wir einmal brandheiß vor der Alger Nordwand und ich möchte euch heute einmal zeigen, was ich im Netz gefunden habe. Eine Wurftechnik. Wie fliegt so ein Gurt am besten hier drüber? Ein ganz kleiner Tipp am Rande. Bitte versucht gar nicht irgendwann so auf dieser Ladung herumzukrabbeln. Ihr könntet euch verletzen, ihr könntet hinabstürzen. Das wollt ihr nicht wirklich. Das nur so als kleiner Hinweis für euch, ne? Weil wir sind ja keine Bergsteiger. Das nächste, was wir haben, ist hier dieses Gurtband. Ganz wichtig zur Vorbereitung, ihr habt einmal diesen äußeren Haken, der ist immer außen. Ihr greift einmal das äußere Gurtbandende und jetzt gucken. Ihr schiebt es ein bisschen nach unten, bis ihr die erste Windung greifen könnt, legt unten die Rolle rein und jetzt ganz wichtig, jetzt legt ihr hier euren Zeigefinger rein. Und jetzt haben wir so eine kleine Wurfhandtasche. Und mit der Wurfhandtasche fliegen wir gleich darüber. Was wir jetzt machen, wir gehen ein bisschen in Distanz zu da, wo wir hinwerfen möchten. So einfach ein bisschen rausgehen. Jetzt fangt ihr langsam an zu schwingen. Passt auf eure Schulter auf, dass ihr sie nicht verletzt, dass ihr euch nicht mega überstreckt, ganz wichtig. Jetzt fangt ihr an zu schwingen und jetzt ganz wichtig, wenn ihr schmeißt, ihr müsst direkt nach oben, ein bisschen schräg nach hinten kommen, dann funktioniert das. Und hey, ich hoffe, ich konnte euch mit dieser geilen Wurftechnik irgendwie begeistern. Wenn auch ihr Olympiasieger demnächst sein wollt, empfehle ich sie euch. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch was.